es wird nicht kommen gleich raus und dann kann die Show losgehen. Sie sind nicht allein, denn wir sind da. Eine kleine Einweisung macht, wenn der Sänger auch jetzt irgendwie sowas reinschreit. Yeah! Yeah! Dann schreit ihr zurück. Das heißt, yeah! Yeah! Und wenn wir jetzt in Hannover wären, dann würde ich sagen, das ist Spitze, Leute. Aber das hier ist Blutschuld! Machen, wenn ich irgendwas schreie. Bevor ihr nicht wisst, was ihr tun wollt, antwortet einfach zurück. Whoa. Here we go, Lola der Natur!
sicher sein, dass du schon alles kennst und ich schwör's dir nicht an meins. Du vor Toro, ob es Kampf oder Techno, versuchst es einfach so. Du hältst dich von meinen Freunden, ich kann deine nicht verstehen. Kein Wunder, das war nicht so gut wie nie zu sagen. Ich werde niemals scheinen an meinen Rhein, wenn ich los ist und geh. Frag mich nicht, warum ich brauche dich. Ich bin es weg, ich schreie um aufeinander. Fußball nur aufs Nötigste reduzieren heute. Unser Mitgefühl an euch. Wir kennen die Scheiße. Wir sind noch tiefer gewesen. Aber wir kommen darauf später zu sprechen. Jetzt sollte erstmal im Vordergrund stehen, dass es Wochenende ist und morgen immer noch. Das ist der Moment! Linken spielen im Park, während wir in Braunschweig stehen.
unser Tag, das ist unsere Zeit und sie fliegt nicht mehr an uns vorbei. Das ist der Moment, an den du einmal hältst, wenn du irgendwann zurückdenkst. Das ist unser Tag, das ist unsere Zeit und sie fliegt nicht mehr. Wir probieren gerade Sachen aus. Das ist immer ein Riesenspaß, weil ihr kriegt was zu hören. Das hat niemand anders vorher und nachher gehört. Und manchmal blicken wir halt selber nicht durch auf den Weg. Aber wir kommen da schon zusammen durch. Du ziehst das Meer aus, bis jetzt um 3-4 Liter. So schnell gebe ich nicht an. Noch einmal in ihre schönen Augen. Kann's man noch nicht an sich glauben. Sie hält ihre Pistole noch fest in der Hand. Ein richtig glatter Bauchschuss, Öl läuft aus dem Kamm. Und es ist fast wie im Kino, als ich sie lächeln seh. Spiel mir das Lied und Ton, es ist okay. Meine Königin, ich hab das Arm. Ich seh frei, und dann seh ich mit Zorn. Ich hätte wieder, dass sie mal schießt. Alles bleibt bei dir, wie schön und das ist. Entschuldig, ja, ich hab gelogen. Ich doch mal betrogen. Doch bei jedem Kuss auf fremde Lippen hab ich an sie gedacht und mir das Beste stets für sie auch bewahrt. Und ich bin's leicht übertrieben, dass sie jetzt daraus macht, kann man's verstehen. So ist sie nun einmal. Meine Königin, ich hab noch Namen. Ich seh's ein, dafür muss ich bezahlen. Doch ich hätte mit meinen letzten Atemzügen. Komm, träum ich von Träumen, das hab ich nie kapiert. Mein Testament, ein leeres Blatt Papier. Meine Königin, ich bin was da. Ich seh's ein, dann muss ich bezahlen. Ich hätte wieder, dass sie mal schießt. Alles von mir, wie schön das ist. Das haben wir irgendwann 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre geschrieben. Da waren wir in Berlin an der Hasenheide und plötzlich entwickelte sich da eine tierische Straßenschlacht und das hat uns als Düsseldorfer damals doch sehr beeindruckt. Wir haben das direkt versucht zu vertonen und daraus ist dieses Ding geworden. Liebeslied! We'll be right back.
ab sofort. Und alle, die Abitur haben, die fangen dann an, wenn es mit dem Text weitergeht. Und doch die Thank you.
verstehen. Ich stampfe raus auf die Straße, geh zu uns am Lade, seh euch alle da sitzen, weiß, dass ich richtig bin. In welchen Höhen und welchen Tiefen wir gemeinsam waren. Drei Kreuze, dass wir immer noch hier sind. Und immer wieder sind es dieselben Lieder, die sich dann füllen, als würde ich sonst stehen. Denn ich bin nie vorüber. Für alles, was mal war.
Wer hätte das gedacht, dass wenn die Toten Hosen spielen, zwischendurch auch echte Musiker auf der Bühne sind? Das haben wir natürlich nicht durch jahrelange Arbeit geschafft, sondern wir haben uns einfach ein paar Gäste eingeladen. Und zwar kommen Alexander von der Krim, noch ein Alexander, ein Dimitri, ein Georg aus Riga. Die Esther kennt ihr schon. Was bringt solche Menschen zusammen mit uns? Die da aus der Klassik. Also zunächst mal ein hoher Grad an Alkoholismus. In beiden Branchen ein Riesenproblemfeld. Wir versuchen das gemeinsam zu bekämpfen und wir versuchen gerade ihren Wodka-Konsum zu bremsen. Das gelingt mit mäßigem Erfolg. Wenn man aber mit ihnen reden kann, dann gibt es wahnsinnige Themen und sie sind für uns eine tolle Unterstützung für manche Spiele, die und Stücke, die uns so mehr Spaß machen, wie zum Beispiel dieses hier. Es gehört heute sehr zu diesem Abend, das heißt Willkommen in Deutschland und es geht so. Und bevor wir das anfangen, muss ich euch Folgendes sagen. Tut mir leid, saublöde Durchsage, muss aber sein, es gibt jede Menge Taschen, die wir heute haben. Also passt auf eure Klamotten ein bisschen auf. Seid nicht ganz zu freizügig mit dem, mit diesem Arm hochmachen. Sonst klemmt ihr euer Mobile vorne hier so, dann könnt ihr das machen. Aber passt auf die Taschen lieber auf. Willkommen in Deutschland! Es ist doch mein Land und ich will nicht, dass dein Wert es reicht.
die Leute von Oxfam, die uns hier heute wieder begleiten, für die Leute von Pro-Asyl. Das ist immer unsere persönliche Lieblingsstelle von diesen Abenden. Vielen Dank dafür. Wo ich jetzt schon mal über unsere Kumpels hier geredet habe, da fragt man sich, was gibt's denn noch für Ebenen außer Wodka und so? Man sagt ja so, Musik kann's ja wohl nicht sein zwischen uns. Und um sich besser kennenzulernen, haben wir gesagt, okay, wir schreiben jetzt mal alle unsere 5 Lieblingssachen auf den Zettel und tun die in den Hut, anonym. Da kann von Elvis Presley über Mozart alles bei sein. Und es ist tatsächlich so, dass außer bei 2 Zetteln immer ein Name aufgetaucht ist von einem Musikprojekt, das wir anscheinend alle bewundern. Und das ist das, was uns hier heute Abend eint. Und deshalb würden wir euch gerne dieses Stück vorspielen. Da ist der Alex ein bisschen prädestinierter für als ich. Ihr werdet schon sehen, da kommt jetzt ein Riesenhammer auf euch zu. Einer der großen Höhepunkte. Ladies and Gentlemen, worauf können sich Klassiker und Punks einigen? Worauf kann sich die Musikgeschichte einigen? Here we go! Fast.
gesagt, das Thema zweite Liga, ich spreche das nicht groß an, aber ich würde gerne mit euch. Ich würde gerne mit euch über das Thema erste Liga reden. Ist irgendjemand aus Düsseldorf hier? Komm. Die paar Minuten müsst ihr uns lassen. Das war letzten Montag am Rathaus, das große, große Ding. Die Jungs hatten alle dieses T-Shirt an. Da stand alles aus Liebe drauf. Und deshalb spielen wir es heute für Fortuna. Einmal, oder? Nehmt uns nicht grob. Ich würde gerne sagen, wie sehr ich dich mag. Warum ich nur noch an Fortuna denken kann. Ich fühl mich wie verhext und in Gefangenschaft. Und du allein trägst Schulter. Worte sind dafür zu schwach. Ich befürchte, du glaubst mir nicht. Mir kommt es vor, als ob mich im Anfang dieses Märchen wird nicht uns ausdünnen. Lass uns abtauchen und jetzt!
Sturm in die Hitze, Viertel und verdreckten Straßen. Fahr direkt mit Tegel in die frische Luft, dein Duft hat dich verraten. Ohne dich wär's hier nur halb so schön. Ich bin nicht entspannt.
das ist, wenn man so wow rufen soll. Da denkt man, man kommt sich blöd vor seinem Nachbarn. Aber lasst euch von einem Veteranen sagen, so, wenn du das so 500 bis 5000 Mal gemacht hast, dann geht das wie von selbst. Es kommt die Zeit. Ist die größte Aufregung.
und es ist heute Abend vor allen Dingen für Ken und Lenore. Es geht so. Yeah.
geht's euch? Wollen wir noch ein bisschen bleiben oder was? Hat jemand von euch, ich weiß, dass ich jetzt für eine Minderheit spreche, trotzdem. Hat jemand von euch die Eishockey-WM verfolgt? Das war schon eine Sensation mit der Schweiz gegen Kanada gestern. Das war sensationell. Letztendlich fast noch spektakulärer als nachher, was in Berlin passiert ist. Aber Schweden ist Weltmeister, 3-2. Wollte ich nur mal so sagen, also auch andere Menschen tun sich im Sport hin und wieder mal schwer. Und weil wir als Freunde kommen, haben wir jetzt einen extra Braunschweig-Block. Ja, nur für Braunschweig. Dritte Liga, ein Jahr lang macht das sogar Spaß. Sogar die vierte kann ein Jahr lang lustig sein, mit der Straßenbahn zu den Auswärtsspielen und so. Aber seht zu, dass ihr wieder raufkommt, wirklich. Also der Braunschweig-Block. Wie fühlt man sich als Braunschweiger an solchen Tagen? Ihr fühlt euch wie wir. Wir fühlen uns Hansstein. Wir haben Zeit. So sieht's aus. Ihr macht das doch jetzt nicht für uns, ihr macht das für die Eintracht. So, irgendeiner macht jetzt ein Foto davon und dann schicken wir es an die Geschäftsstelle von Eintracht Braunschweig jetzt, oder? Runter hier! Alle, alle, alle oder keiner! Alle, 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 alle.
am Ende bist und du einfach nicht weiter willst, weil du mich nur noch fragst, warum und wozu und was dein Leben noch bringen soll. Halt durch, auch wenn du allein bist, halt durch. Jetzt nicht nach dem Sinn, halt durch. Irgendwann wirst du verstehen und nein, lass es jedem einmal so gehen. Und wenn ein Sturm dich in die Knie zwingt, dein Gesicht einfach geht in den Wind. Ey, wie dunkel die Wolken klebern, ihr seht, sie werden irgendwann vorüberziehen. Steh auf! Yeah.
Straße, ein bisschen niedlich leer. Drei kleine Jägermeister gingen ins Lokal. Auf Gas, zwei Steaks mit Bohnen, ein Terrenner war. Zwei kleine Jägermeister warten im Asyl. Einer wurde angenommen, der andere war zu viel. Yeah.
Braunschweig, entsetzlich! Voll peinlich. Ohne Scheiß, es steht erst 2-2, sind gar nicht fertig. Das sind so Infos, da werden Zettel weitergereicht und so weiter. Schweden, Schweiz, 2-2 Overtime. Keine Ahnung, ob ihr irgendwas mit Eishockey am Mund habt. Wenn Schweiz gewinnt, dann ist das die Top-Sensation, Leute. Das ist das Größte. Also wir halten euch auf dem Laufenden, oder? Weil ich spüre diese Nervosität bei euch förmlich. Ich glaube, wir brauchen was zum Abkühlen. Wir brauchen jetzt so ein... Wir brauchen was Romantisches. Wir denken dabei an die Schweiz. Also, früher hat man das noch so gemacht, so. Heute nehmen die Leute da ihre Taschenlampen für, mit denen sie dann telefonieren zwischendurch. Und jetzt. Ein letztes Lied, ein letzter Tanz, ein Augenblick, ganz ohne Glanz. Das Feuerwerk am Horizont malt unsere Schatten auf Beton. Kein Happy End, kein Hollywood. Alles passiert, wie es passieren muss. Der letzte Sand fällt durch die Uhr. Wir sind vor ein paar Wochen in China gewesen. Dann haben wir in so einem kleinen, wenn ihr jemals in Peking seid, dann müsst ihr da hingehen. Der Laden heißt School Bar, so ein Tankschuppen. So, scheiße, ja. Ich guck gerade aufs Programm. Das soll ich euch erst gleich erzählen. Ich finde das von euch aber total spießig. Sind das nicht ein paar Arschlöcher? Machen! Voll!
komm dir hin, du da auf dem Zettel. Sei doch mal flexibel, Alter. Ich erzähle jetzt meine Peking-Geschichte, okay? Also, Peking. Wir haben da gespielt in diesem Laden, Schoolbar, müsst ihr unbedingt mal hin. Danach wollte ich nicht nach Hause und lauf noch durch diese Pekinger Altstadt. Und wir wollten nur mal reingucken in so einen Laden, machen vorsichtig die Türe auf. Nur natürlich Chinesen drin und so. Und wenn du als Europäer da bist in Peking, da gibt es nicht viele von uns. Also wir fallen da schon auf. Und insofern, da spielte so eine Combo. Und die sahen mich am Eingang und ruften direkt, hey, you, come here. Und das war so eine Karaoke-Bar. Und was sollte ich machen? Ich wollte, ja klar, die haben dann gedacht, den Europäer, den machen wir jetzt zum Horst. Der singt jetzt hier was. Und dann musste ich da Hey Jude singen von den Beatles. Und ein paar Tage später werfen wir die Römer raus. Und seitdem weiß ich, ich muss jetzt bis Kiew dieses Lied singen. Und wir sind doch hier mit all diesen Karaoke-Fotzis. Also, let's go! Hey! Achso. Hey Jude. Ah, ja, okay.
Ja, wir wuscheln ja immer mit den Jungs rum und mit Esther. Und dann kommen wir manchmal dazu, dass wir unsere eigenen Sachen durch den Fleischwolf drehen oder die etwas umändern. Oder wir trinken ein bisschen Slivovitz und dann wird das so immer, dann, wir driften immer ab Richtung Balkan. Hört es euch mal an, vielleicht erkennt ihr es wieder. Pass auf, es geht so. Halt! Applaus! Danke, das war's. Experten unter euch, die merken schon, zwei der drei großen Welthits sind heute Abend hier schon rübergegangen. Hey Jude, TNT, werden sie diese dritte Nummer bringen? Werden sie es machen? Die drei Lieder, die zum Mond geschossen werden, wenn hier nichts mehr läuft, um zu beweisen, dass die Menschheit da war. Ja, und hier ist dieser dritte Titel, dieses Lied, was in die Reihe gehört. Ladies and Gentlemen, geschrieben von Colin von Holst. Fang gefälligst an, du Sack! Ice gekühlt ab am Malona, am Malona, Ice gekühlt. Ice gekühlt ab am Malona, am Malona, Ice gekühlt. Dazu ein lichtes Bombenschinken.
ein belichtes Popelei. Das sind zwei belegte Brote, eins mit Schinken und eins mit Ei. Und dazu eisgekühlter Bommalunda. Bommalunda, eisgekühlt. Eisgekühlter Bommalunda. Bommalunda, eisgekühlt. Und dazu ein belegtes Bommalschinken. Ein belegtes Bommelei. Das sind zwei belegte Brote, eins mit Schinken. Deutschlands meistgespieltes Beerdigungslied. Es ist Deutschlands meistgespieltes Hochzeitslied. Es ist ein Lied, was Sportler nehmen, wenn sie einen guten Moment abfeiern. Es ist ein Lied, was Politiker meinen, spielen zu müssen, wenn sie sich da irgendwie rummalen. Aber als wir es geschrieben haben, haben wir immer an solche Abende gedacht. An Abende wie diesen. An Abend, wo ihr mit euch zusammen irgendwas zelebriert. Wo ihr nach Hause geht und wir teilen uns diesen Abend. Jeder aus seinem Blickwinkel raus. Aber wir könnten wir je diesen schönen, geilen Sonntagabend in Braunschweig vergessen! An Tagen wie diesen! Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, ich hab zu hören, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt. Durch das Getränk der Menschenmenge waren wir uns in alte Kanzeln. Entlang der Gassen zu den Altterrassen über die Brücken bis hin zu den Museen, wo alle schnurrt und alle draußen
Was ich euch jetzt sage, ich mache das eigentlich nie, außer in diesen Tagen. Verzeiht mir das, aber es lag mir zu sehr am Herzen. Ich habe schon vor 9 Monaten gesagt, an diesem Samstag, also am kommenden Samstag, da spiele ich kein Konzert. Da will ich nicht das Arsch sein, wenn da in Kiew irgendwas passiert, das nicht da sein kann. Und dann ist es tatsächlich so passiert, Liverpool spielt in Kiew am Samstag, ich fliege rüber. Wir spielen also deshalb Donnerstag und Freitag, nicht Freitag und Samstag in Essen. Und normalerweise sage ich, das ist hier so ein Lied, da geht es um alles, für alle und so weiter. Ich bitte euch heute einmal, ja, für Liverpool, für Samstag, was ihr auch immer habt, Schal, Mütze, Taschentuch, Serviette, Pullover, Packer, Wintermantel, Regenschirm. Nehmt euch irgendeine Scheiße in die Hand. Und wenn wir gewinnen, dann trinke ich mit jedem von euch, mit jedem, den ich danach sehe, hier aus Braunschweig, dann trinkt mir richtig ein. When you walk through the store, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. The sweet silver song. Oh.
Alex hat Geburtstag. Happy Birthday. Wo ist er denn? Ja, wo ist er? Die es eigentlich haben, die können ja jetzt schon fahren. Das ist hier nur was für die alten Säcke und die Leute, die auf diese früheren Lieder stehen. Leise Fieber!
diesen Abend mit einem Lied auf den Punkt bringen. Kommt mit uns und verschwendet eure Zeit! Thank you.
das ist alles, was mir bleibt. Sehnsucht nach dir in meinem Herzen. Lange noch kein Grund zur Traurigkeit. Eigentlich kein Grund zur Traurigkeit. Ich mag es, wie du lachst, was du aus deinem Leben machst. Ich verlor dich aus den Augen, aber niemals aus dem Sinn. Du bist in mir noch ganz tief drin. Ich habe Mut von dir. Was mir bleibt, Sehnsucht nach dir in meinem Herzen. Lange noch kein Grund zur Traurigkeit. Eigentlich kein Grund zur Traurigkeit.